komm, ey. Das ist halt so ein Mini-Frame, wo es geht und nicht. Das ist echt nicht schön. Alter, jetzt habe ich wieder diese Kackbumsflasche genommen. Ich will die nicht, geh weg. Ja, da ist wieder einer. Moment, ich höre hier aber noch was. Moment. Ach, da hinten ist er wirklich nochmal. Ja, jetzt habe ich durch ihn durchgeschossen. Mhm, natürlich. Was ich stark bezweifle, aber okay. Echt. Nicht nur, dass es mich super ärgert. Nein, es kostet auch die doppelte Menge Munition. Ich möchte hier rüber. Dankeschön. So, sind die Moped-Männer vom Grill weg. Progress, yay! Ich glaube, er hat sich da jetzt genug den Fluchtplan angeschaut. Hä? Wo ist denn jetzt die Falle hin? Das verstehe ich auch nicht. Also die war ja definitiv hier vor der Kiste. Und jetzt ist sie weg. Als ob mir das Spiel nicht gönnen will, jetzt noch wenigstens die Falle zu looten für Einzelteile oder so. Ich weiß es nicht. Der Mob geht nicht rein, und aber trotzdem ist die Falle weg. Naja, das verstehe ich nicht. Ja, und keine Ahnung, hier wo ich gerade diesen Ruvik-Heini gekillt habe, oder war das hier? Ist der Loot auch einfach weg. Ach so, da ist Captain, Scheiß, Mann. Geh weg. Was machst du hier? Brennen. Ach so, jetzt ist das Ding auch wieder an. Ach, und der da hinten hat wieder was gedroppt. Oh Mann, oh Mann. So, wie weit geht denn der Troll? Trollololmann.
dass man auch so langsam schleicht, wie als ob man ermordet werden will. Ja, natürlich. Dreh dich doch in der Sekunde um. Warum auch nicht? Zwei zum Preis. Nicht von einem. Natürlich. Und dann hänge ich hier fest. Wunderbar. Warum auch nicht? Nein, das war der Dumpfswatsch. Dumpf. Solange nicht wieder hier Captain Greifarm-Mann kommt, geht das ja noch. Der Rest geht. Captain Greifarm-Mann ist... Da ist das Moped. Mach das mal bitte weg. Alter. I would say, this is a very hard Abschnitt in this Spiel. Nicht ohne. Da ist schon wieder so ein Bumsmann. Wo ich nicht durch kann. Mein Gott, von wo? Warum? Pass mal auf, wir nehmen erstmal Leben. Wir haben zwei Spritzen drauf geschissen. Ich habe jetzt keinen Bock an so einem kleinen Wichtel hier. Ne? Wir hatten noch zwei. Oh, ja, wir hatten sogar drei. Ja, an so einem kleinen Wichtmops hier zu sterben. Hier sehe ich nämlich wieder nichts, was wieder nicht gut ist. Was nicht heißt, dass hier nichts ist. Doch, da ist schon wieder so eine Bumsmichwalle. Na, ja, natürlich, natürlich. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Warum auch nicht? Ja, bitte. Danke. Eieieiei. So, dann können wir uns hier vielleicht nochmal das Loot holen. Hier müssen ja wieder 1000 von diesem Ruvik-Money hier sein. Ja, das sag ich ja. Wunderbar. Unglaublich, ey. Das gucken wir uns gleich an. Gucken wir mal wahrscheinlich hier wieder die nächste Bärenfalle torkeln. Ne, Munition. Ich glaube, waren wir nicht hier? Schon? Ja doch, wir sind hier, glaube ich, rübergehüppert. Achso, da ist auch wieder eine Falle. Ach, trollolol. Na, okay. Feuerpfeil? Ja, stimmt, der löst auch nachträglich aus, genau wie die Explo-Falle. Stimmt schon. Nur ich bin halt auch relativ knapp an Fallenteilen, weil ich, wie du siehst, die ganzen Fallen nicht mehr entschärfe, weil ich einfach Angst habe, dass meine Reaktionen mittlerweile so im Eimer sind. Da ist ein Schlüssel. Dass ich... explodiere. Und das muss auch nicht sein. Also sprich, dann scheitere ich nicht nur an das Spiel ist schwer, sondern auch Slash ist zu langsam und zu dumm. Hallo Don. Weil in so Quicktime-Events bin ich echt verflucht schlecht. Ich meine, hier so eine Falle entschärfen, einfach mit dem Knopf drücken, das kriege ich hin. Aber richtig, die Dinger hier zu erwischen, das kann schief gehen, wenn die scheiß fliegen. Ah, da ist noch was.
So, das war aber alles hier, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie den Schlüssel unten auch looten können. Ich höre schon wieder was. Hallo. Ach ja, dann gehen wir einfach hier runter. Oh, wenigstens Kontrollpunkt, immerhin. Na, ich vermute einfach mal, weil gleich hier schon wieder Captain Claptrap Mann kommt. Zumindest liegt er ja schon sein Kopf. Wo kommen die Geräusche her? Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Hallo. Nein. Na, hier ist Stolper-Mops. Natürlich sind hier auch Milliarden von Claptraps. Natürlich. Die liegen hier einfach alle so rum. Ah, jetzt wird doof. Na, wenn es jetzt erst doof wird, bin ich ja glücklich. Nicht, dass mir die letzte Stelle hier auch schon ein wenig missfällt. Aber wir haben den Schlüssel gelootet. Immerhin. Immerhin. Könnte der Kontrollpunkt nicht einfach jetzt sein? Das wäre viel geiler. Oh, das dauert immer so lange. Ich habe gerade einen Schlüssel schon gelootet. Ist hier noch einer? What? Wo? In dem Raum? An der Decke? What? Wo? Also gerade, wie gesagt, einen Schlüssel habe ich oben runtergeschossen. Der stand ja hier in dem Raum oben irgendwo. Den habe ich einfach runtergeschossen. Wo noch einer sein soll, habe ich jetzt nichts gesehen. Ich vermute mal, du meintest den, den ich schon runtergeschossen habe. Gehe ich von aus, hoffe ich. Wenn nicht, keine Ahnung, wo der sein soll. Aber ich kann jetzt hier auch nicht gucken, während hier Claptrap-Mann irgendwo am Start ist. Also muss ich das Moped hier deaktivieren. Boah, diese Anspannung. Achso, das war der. Okay. Nein, 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 nein. Das, glaube ich, ist wieder... Ach, ist das wieder so ein Kack wie beim letzten Claptrap, Mann, dass ich jetzt wieder irgendwelche Ventile kurbeln muss. Oh Gott, die finde ich doch wieder nicht. Okay.
Schauen wir mal. Ah, Next Control Punkt. Kidman, bist du da drin? Ist ja nicht mehr viel vom Bus übrig. Links liegt Loot. Rechts. Naja, keine Ahnung, aber das wird man doch eigentlich schaffen. Also irgendwie hier rüber, da an diesen weißen Stegen lang zur nächsten Feuertreppe und darüber runter, bumm, unten. Naja, aber er kriegt das nicht hin, ne? Ja, natürlich nicht. Warum auch? Wäre doch so schön gewesen. Sollte wohl besser runterklettern. Später. Hier gibt's Loot. Und Rabens. Hallo. Gebäude. Ja, gibt's Truhenradio-Dinger. Truhenradio-Dinger. Ja, was sind denn Truhenradio-Dinger? Man weiß es nicht. Kistenradios. Kofferradios, so heißen die. Truhenradios. Natürlich. Du bist tot, du kommst auch nie wieder raus. Hier haben wir, was haben wir hier? Supermack. Mitnehmen. Safe Raum. Das klingt doch mal schon mal nicht ganz falsch. Dann können wir nämlich hier auch nochmal speichern. Zu. Nein. Nein. Nein, nicht alle. Nein. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Also, dass er sich jetzt fragt, ob er verrückt wird, also... Ja. Ich hätte mich das schon ein bisschen eher gefragt. Nö, die eine Statue da ist hoffnungslos wohl weg. So. Ja, wobei am Anfang sah es ja nicht so runtergekommen aus. Das ist jetzt ja erst in den letzten Erinnerungen so. Ich weiß nicht warum. Ja, die Zeitung ist wieder von 1994, würde ich sagen. Ja, 1994. Anwesen brennt ab. Jahrhunderte altes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Steht da ein Datum? Joseph, vermisst Joseph Oda, Detective der Polizei von Crimson City, verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichteten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Muss ich noch nicht verstehen, oder? Allein, dass es halt eben zwei Zeitlinien sind, ist halt irgendwie super komisch. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, alles geplündert. Also im Sinne von nichts mehr offen. Ja, dann, was weiß ich, hier, da, Bums.
Na, das sieht doch schon mal sinnvoll aus. Haben wir zumindest noch mal welche in Reserve. Können wir uns irgendwann noch mal 5 Stück mitnehmen. Wunderbärchen. So, und dann können wir noch ein bisschen skillen. Wie viel haben wir denn? 15.000, ja, wobei so viel ist es ja gar nicht. Ich hätte gedacht, wir sind schon über 20. Oh, Entschuldigung. Da hatten wir eigentlich genug. Das war Waffen. Können wir uns nicht leisten. Crit haben wir auch abgeschlossen. Ja, eventuell. Leider gibt es halt keinen Genauigkeitsmultiplikator für das Gewehr. Naja, weiß ich nicht. Das bohrt sowieso ganz gut rein. Da brauchen wir nichts. Dann können wir lieber hier nochmal auf die Magnum gehen. Ach ne, das kostet auch schon 12.000. Trollolol. Reserve. Magnum, Kaliber, Schrot. Das sind plus 2. Die könnte ich dann auch noch mitnehmen. Aber wir waren ja eh nie voll und haben wir liegen lassen in der Welt. Also, ich weiß nicht. Würde ich fast sagen, eher nochmal hier auf die Schotti. Und die restlichen 5,8. Ja, was haben wir hier? Schadensmultiplikator könnten wir hier noch. Kritisch, da haben wir noch gar nichts, ne? Ja, dann nehmen wir hier nochmal die 1000. Und die 4000. Dann haben wir die ausgegeben. So, nochmal speichern. Bevor wir uns wieder hier rauswubbeln. Nein, nicht abbrechen, bitte annehmen. Ja, ab und zu schieße ich ja in den Kopf. Ist ja nicht so, dass ich es nicht probiere. Wenn ich von Weitem genug Zeit habe zu zielen, mache ich es ja. Nur halt in der Hektik ist es für mich Aiming-Noob einfacher, irgendwo hier auf die Beine zu schießen. Das geht natürlich nur so lange, wie ich Streichholz habe. Wenn ich ihn nicht mehr habe, dann muss ich natürlich auf den Kopf schießen. Weil so ist es im Glücksfall ein Schuss auf dem Bein, ein Streichholz, Mob tot. Und mit Pech, wenn ich auf den Kopf ziele und nicht treffe, ist es Hals, Hals, Tor, so, Mob nicht tot. Achso, toll, das hätte ich ja auch noch mitnehmen können. Ne, wir waren jetzt in 12, ne? 13? Also es gibt 15. Also 1, 2 Kapitel haben wir noch. Hä? Wo sind wir hergekommen? Von hier, ne? Ja. Ja, dann sind wir hier in den Safe-Raum. Und hier waren wir noch gar nicht drin. Oder? Wunderbar. Direkt mal rein damit. Ein Hauch von Munition. Das Hä soll heißen, wo ist denn bitte der weitere Weg? Hier? Achso, ja wahrscheinlich. Ah, hier. Ah, wunderbar. Und auch noch ein Kontrollpunkt. Das ist gut.
Was ist das? Das sieht aus wie ein Mann, der in der Hocke sitzt, aber irgendwie mit zwei Laservisieren zielt. Was ist das? Ich erkenne das wirklich nicht. Ach, das ist wirklich ein Mann, der vermint ist. Hallo du. Wer bist du? Ich weiß es nicht. Ah, die sind ja alle vermint. Was ist das für ein Scheiß? Natürlich. Warum auch nicht? Also wenn der jetzt wirklich nochmal... Ne, der hat keinen Kopf mehr, der wird nicht mehr aufstehen. Wollte gerade sagen, wenn der wirklich jetzt nochmal aufsteht, nachdem ich ihn angeschossen habe und er doppelt explodiert ist, dann lade ich das Spiel neu. Taliban-Bomber-Moped-Mann, ja, definitiv. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass sie wieder aufgeht. Ich wollte gar nicht, dass sie aufgeht. Stopp! Was ist das? Kartenfragment. Ja, wunderbar. Nehme ich mit. Ist gekauft. Erstmal möchte ich dahin bitte die Bomben vielleicht looten. Geht das? Das wäre ja mal vielleicht gar nicht falsch. Oh, hier ist... Was? Wieso? Warum? Was? Wieso? Warum? Okay, gibt's einen Trick, außer dass ich da vielleicht dann drauf schießen muss? Weil entschärfen kann ich die nicht. Bomben nehme ich einfach weg, ey. Achso, der Automat steht hier so an der Wand, da komme ich nicht dran. Ah, hier, ne, keine Falle. Am Anfang auf der Kiste. Wo? Definiere mal Anfang. Also der Anfang war hier irgendwo. Ja, sehr gut. Dankeschön. Echt schwer zu erkennen. Also wer hier Platin macht, Hut ab. Wirklich Hut ab, meine ich wirklich.